Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à la présentation d'un couteau Laguiole par Honoré Durand avec du bois Amourette. Oder Servus Leute und willkommen zu meiner Präsentation von einem Laguiole-Messer von Honoré Durand mit einem Griff aus Amourette, also Schlangenholz. Ja, das ist tatsächlich das allererste Laguiole, das ich überhaupt in den Fingern habe. Und das habe ich dem Stefan 123321 zu verdanken. Und Brandners Homestyle, da hat nämlich der Stefan einen Passaround organisiert. Und Brandners Homestyle hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, ein Modell zur Verfügung zu stellen. Wer die noch nicht kennen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, kann gern mal vorbeischauen. Die haben eine sehr schöne Auswahl von traditionellen französischen Taschenmessern, nicht nur Laguioles, sondern auch sehr viele andere Muster und auch andere klassische Taschenmesser und noch vieles mehr. Also gern mal reingucken. Und ja, dann kommen wir doch gleich zur Hauptattraktion und zwar zu diesem wunderschönen, muss ich schon sagen, Messer. Da das mein absolut erstes Laguiole ist, muss ich dazu sagen, dass ich von Laguioles überhaupt gar keine Ahnung habe. Liegt auch maßgeblich daran, dass ich mich für die Form von Laguioles nie so wirklich erwärmen konnte, weswegen ich nie selber eins besessen habe. Nichtsdestotrotz war ich umso interessierter daran, an diesem Passaround teilzunehmen. Vielen Dank nebenbei. Einfach um mal eins zu sehen und in der Hand zu halten und vor allem so ein hochqualitatives Modell wie das hier von Honoré Durand. Es gibt ja sehr viele Schmieden, die Laguiole-Messer herstellen. Und ich kenne diese Marke Honoré Durand jetzt noch gar nicht. Und ja, wie gut sozusagen Honoré Durand darin ist, Laguiole-Messer herzustellen, wird sich jetzt in dieser Präsentation zeigen. Gut, fangen wir mal an. Das Messer kam vom Stefan in diesem Karton. Relativ unspektakulär, muss ich sagen. Unterstütze ich allerdings auch. Lieber stecke ich mehr Geld in die Qualität des Messers als in die Qualität der Verpackung. Also da kann das Messer noch so teuer sein, da tut es für mich eigentlich eine Pappschachtel. Zu dieser Pappschachtel kriegt man hier dann noch ein Zertifikat d'Authentizität, also ein Echtheitszertifikat mit ein paar Informationen zu diesem Messer. Da steht dann zum Beispiel drin, dass es einen Holzgriff hat, dass es jetzt aus der 12 cm-Kategorie sozusagen stammt, dass es innerhalb von den Honoré Durand Produkten in dieser Prestige-Linie ist und aus 12C27 besteht. Ich nehme mal an, das ist das Fabrikationsdatum, also im Oktober diesen Jahres hergestellt. Ja. Generell ist meine erste Feststellung gewesen, als ich das Stück ausgepackt habe, ist ganz schön groß. Also das ist wohl eine Standardgröße für Laguioles, diese 12 cm. Aber das ist nicht zu verachten, weil aus diesen 12 cm Griff resultiert dann eine Gesamtlänge von ja, 21,3 cm. Und eine Klingenlänge von irgendwas um die 9,5 cm mit 9 cm Schneide, das ist für so ein traditionelles Taschenmesser schon eine ordentliche Größe. Wie gerade vorhin eingangs schon erwähnt, handelt es sich hier um den 12C27 von Sandvik. Das ist ja, ich denke mal, so der traditionellste Stahl für Laguioles und ist für den Einsatzzweck, denke ich mal, absolut geeignet. Auf der anderen Seite steht hier LAG oder LAG France. Ich nehme mal an, dass das so ein Siegel ist, sozusagen, um die Echtheit als Laguiole-Messer zu bestätigen. Da es ja da keinen, wie nennt man das, Geschmacksmusterschutz gibt, kann ja jeder Depp im Endeffekt ein Messer produzieren, das aussieht wie ein Laguiole, ohne sich da in irgendwelche patentrechtlichen Schwierigkeiten zu begeben. Wir haben neben der Klinge aus 12C27 eine Restkonstruktion der Hardware sozusagen aus rostfreiem Stahl. Die Backen
Beziehungsweise, das sind eigentlich keine Backen. Die Seiten des sozusagen des Frames sind massiv und in diese Backen, in diese Grundschalen sind dann diese sehr schönen Griffschalen aus Schlangenholz eingelegt. Darin haben wir dann noch das Hirtenkreuz, das traditionelle, was auch sehr schön ausgeführt ist. Die Rückenfeder mit der Biene ist aus einem Stück geschmiedet und mit dieser eher, ich würde mal sagen, ungewöhnlichen Guilloche versehen. Das finde ich allerdings sehr ansprechend, vor allem wenn man bedenkt, dass das Logo von Honoré Durand ein Stier ist und dieser stilisierte Stier hier auf der Klinge schon nur so einen Bogen als angedeutete Hörner hat. Glaube ich fast, dass man das hier hinten in der Guilloche auch wiederfindet. Das ist ein sehr schöner Touch, finde ich. Man sieht auch, dass die Biene handgeschmiedet ist. Oder beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob es handgeschmiedet oder gesenkgeschmiedet ist, aber es ist auf jeden Fall geschmiedet, nicht irgendwie gefräst oder gegossen. Und da sieht man einfach, dass da doch einiges an handwerklichem Können drin steckt. Wir haben hier noch ein bisschen, ja, ich will es nicht Jimping nennen, so ein kleines Filework auf der Klinge. Sehr schön symmetrisch, wie ich finde. Gut gemacht. Dann haben wir das für meinen Geschmack etwas groß geratene Honoré Durand Logo und Laiolle auf der Klinge. Das ist eingestanzt, eingeprägt, also ist nicht geätzt oder ähnliches. Das sieht man auch. Die Klinge ist ansonsten spiegelpoliert und fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich scharf. Sehr schön dünn ausgeschliffen, also extrem dünn ausgeschliffen, möchte ich schon sagen. Und die Schärfe, die ja noch Auslieferungsschärfe ist, so wie sie vom Stefan kam, ist extrem gut. Also ihr seht, da kann man sich absolut nicht beschweren. Ein wahnsinnig scharfes Messer auf der gesamten Klingenlänge. Sehr positiv. Ansonsten ist die Verarbeitung dieses Messers sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Man hat hier keinerlei Spalten oder raue Übergänge zwischen sozusagen den Bolstern und diesem schönen Schlangenholz. Auch die Pins sind alle sehr schön verschliffen. Auch entlang der Rückenfeder findet man keine nennenswerten Spalte. Vielleicht hier vorne ein klein wenig, aber das ist eigentlich alles Makulatur. Das stört mich jetzt nicht wirklich. Die Feder ist stramm, so wie ich das eigentlich mag. Andere Leute könnten jetzt wieder sagen, dass es ihnen vielleicht zu stramm ist. Der Schnapp ist auch ordentlich, also Finger weg beim Zumachen, weil sonst hat man sich da mal ordentlich geschnitten. Der Klingenstand ist nicht hundertprozentig perfekt, aber absolut in Ordnung. So, der große Fetischist von Klingenständen bin ich sowieso nicht, solange es da nicht irgendwo schleift. Was ich sehr positiv finde bei diesem Messer, ist, dass beim Öffnen der Klinge ab ungefähr diesen 10 Grad einem die Klinge etwas entgegenkommt. Wie soll ich sagen? Die Klingenwurzel ist wohl so geschliffen, dass die Feder ab eben diesen 10 Grad ungefähr etwas hilft beim Öffnen. Das finde ich sehr schön. Dann kommt hier nochmal ein leichter Widerstand und dann schnappt das Messer richtig schön in die geöffnete Position. Knack, also auch mit Kraft, finde ich richtig schön so. Ich mag einfach keine laschen Federn an Messern. Es gibt für mich wirklich nicht groß irgendwas zu kritisieren an dieser Klinge. Also an der Klinge sowieso nicht, aber auch am Gesamtmesser gibt es für mich da nichts zu kritisieren. Alle Übergänge sind fein. Es ist alles sehr schön poliert, man hat kaum Schleifmarken. Man sieht es vielleicht, naja gut, aufgrund der Spiegelung sieht man es wahrscheinlich nicht, aber man sieht minimale Schleifmarken hier kurz vorm Ricasso, das ist aber eigentlich bei der Verarbeitung auch kaum zu vermeiden. Das Einzige, was man vielleicht anmerken könnte, wäre, dass ich schon mal schöneres Schlangenholz gesehen habe. Also wenn man bei einem Preis von 130 Euro hergeht, könnte man sich auch sehr gut aussehendes Schlangenholz aussuchen. Das einzige Messer mit Schlangenholz, das ich mal hatte, habe ich jetzt natürlich zum Vergleich nicht mehr hier. Das war ein Claas. Und da sah man wirklich
so schöne dunkle Streifen in so einem Abstand von ungefähr einem halben Zentimeter, die da durch das Holz gingen. Das sah nochmal schöner aus als bei dem. Nichtsdestotrotz ist das ein wunderschönes Holz und absolut gut gemacht. Wenn man mal ins Innere guckt, sieht man, dass auch innen drin alle Platinen und Federn wahnsinnig sauber poliert sind. Und man erkennt auch pro Seite insgesamt drei Schrauben, deren Funktion ich mir nicht ganz sicher bin. Es könnte sein, dass die sozusagen von innen zusätzlich zu den Pins nochmal die Griffschalen festhalten. Ich kann mir sonst keinen Reim drauf machen, was diese drei Schrauben pro Seite da innen in diesem Messer machen. Ja, mehr weiß ich eigentlich schon gar nicht mehr zu sagen zu diesem sehr schönen klassischen französischen Taschenmesser. Außer, das hätte ich jetzt fast vergessen, dass sehr klug gelöst wurde, dass die Klinge beim Zuschnappen nicht innen irgendwo auf Metall schnappt. Bei vielen anderen traditionellen Taschenmessern hat man ja hier, Moment, ich nehme mal hier gerade mein Great Eastern, hat man ja hier unten so eine Nase, die dann innen gegen die Feder schlägt, um zu verhindern, dass praktisch die Klinge beim Zuschnappen innen irgendwo aufschlägt und sich dadurch beschädigt. Hier hat man das anders gemacht. Ich bezweifle, dass ich das eingefangen bekomme, aber ich kann es mal versuchen. Auf der Feder ist hier eine Erhebung, die sozusagen da aufs Ricasso trifft. Damit kann man diese schöne gerade Linie erhalten, ohne dass man jetzt hier irgendwie was anbringen muss. Das ist ein echt interessanter Kniff, also das finde ich richtig gut. Jo, das soll es schon gewesen sein von diesem schönen Loyol. Das ist jetzt Teil 2 des Pass-Arounds. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Messer, wo ich das Video hochlade, ist das Messer wahrscheinlich schon auf dem Weg zum nächsten Pass-Around-Teilnehmer, und zwar zum Emir vom Kanal Israwil. Link zu seinem Kanal im Vorfeld schon mal in die Videobeschreibung. Ich nehme aber an, dass der euch allen ein Begriff ist. Ich habe so spöttisch gerade vorhin mal gedacht, dass er wahrscheinlich nur müde drüber lächeln wird über dieses Messer, angesichts dessen, was er sonst so auf seinem Kanal präsentiert. Aber ich glaube nicht, dass er da tatsächlich sich irgendwie darüber lächerlich macht. Jo, Honoré Durand, Loyol, sehr schönes Messerchen. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Messer so findet. Und dann heißt's, jo, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!